So, da sind wir auch schon wieder. Führen wir mal das Spiel fort und ich hoffe, dass wir einigermaßen an einer Stelle sind, wo wir auch waren. Weil. Ja, gut, sonst müssen wir halt wieder da ein bisschen hinlaufen, aber naja. Ich denke, es gibt Schlimmeres in der Richtung. Ah, super, jetzt müssen wir wieder da hinrennen. Der Nephalem! Jo. Ich bin der Nephalem. Cool. Also, Profi ist es immer noch, ne? Also, das ist kein Problem. Aber ich wollte jetzt nicht auf Qual machen. Ich denke, ich werde danach, wenn ich, sagen wir mal, das Spiel geschafft habe, werde ich das auf den allerschwersten Schwierigkeitsgrad stellen und mal gucken, wie weit ich da komme. Israel hat mich geschickt, euch zu finden. Maltael hat den schwarzen Seelenstein gestohlen. Ihr müsst mit mir kommen. Nö. In dieser Stadt sterben Menschen, Junge. Ich werde sie nicht im Stich lassen. Ja, guckt aber euch ihr unsere Tyrael leuchtenden Boots müsst zusammenarbeiten, an. Um Maltael zu finden. Sagt Tyrael, dass er in Westmark zu mir stoßen soll. Geht. Ich werde nicht versagen. Das schwöre ich. Ja. Gut, müssen wir jetzt leider noch ein bisschen aufholen, was ich persönlich jetzt nicht so... Oh. Wir werden alle sterben. Ja. Viel Spaß. Und jetzt kommen diese vielen Leute. Genau. Nein. Ja, und so. Damit sind die Seelen hoffentlich mal wieder befreit. Verdammt, das Tor. Oh nein. Ein Seelenerd. Noch nicht. Also, okay. So. Der ist tot. Der da ist auf jeden Fall tot. Oh, sogar ein Crit gewesen. Ich glaube, die Crits sind die, die immer so hoch gestochen werden. Genau. Jetzt müssen wir gucken. Wir müssen nach rechts. Also gehe ich zuerst mal nach links und guck mal. Wieder aufgestandener Soldat. Da hinten ist auch nochmal ein Soldat, der wieder aufsteht halt. Ja. Ich deshalb benutze ich jetzt nicht meinen Schuldspruch, weil ich weiß, dass da hinten eh nichts ist. Oh, läuft er wieder flüssig. Wieder auf 60 FPS hochgegangen. Als ob der wieder runter geht, weiß ich jetzt nicht. Upsala, hier kommen auch nochmal welche. Oh, steht wieder auf. Ne, der da oben steht noch auf. Hier, der steht auf. Genau, eins. Oh nein, jetzt habe ich die Räder da hinten kaputt gemacht. Ah, das war jetzt nicht das, was ich eigentlich wollte. Oh, was soll das sein? Das ist auf mich komisch gesprungen. Also was hat er sich darauf versprochen, auf mich drauf zu springen? Obwohl er gesehen hat, dass er hier schon seinen Kollegen fast tot hat. Aber naja, vielleicht wollte er mir das einfach leichter machen. So, ja, bevor ich aufgenommen habe, also bevor ich hier die Aufnahme gestartet habe, habe ich, ja gut, nicht einen kleinen Trick, oder ich glaube, Gronkh hat das, glaube ich, irgendwann mal erwähnt. Damals noch, als ich seine Let's Plays geguckt habe. Okay, sagen wir so, ich würde sie jetzt auch noch heute gucken, aber aus zeitlichen Gründen nehme ich lieber selber welche auf und ich habe so welche Abonnementen. Ich habe selber Abos, wo ich dann sagen muss, das gucke ich mir dann doch lieber an. Aber ist ja nicht so, dass, sagen wir mal, Gronkh ein schlechter Let's Player ist oder so. Ich finde das eigentlich ganz cool. Aber wie gesagt, ich möchte nicht irgendetwas zum Beispiel dann gesagt bekommen, so, ja, du hast dir ja Gronkh angeguckt und deine Konstruktion in Minecraft sieht so ähnlich aus oder sowas. Das möchte ich doch wohl, sagen wir mal, so groß wie möglich vermeiden. Deshalb gucke ich mir da auch nichts an, nicht, dass das irgendwie etwas auch in den geringsten ähnelt, wie Gronkh es gemacht hat. Ich hoffe, bisher habe ich nichts gebaut, was so wie Gronkh ist. Ne, stimmt, das war ja alles schlechter. Ja gut, sag mal, es gibt so ein paar Sachen, die sind besser. Oh, außerdem bin ich in so einem Rausch gerade von allem. So, ich war heute im Baumarkt. Halt! Auf den Straßen ist es meine Ware. So. Ich habe mir... Achso, das mal... So viele wurden getötet und nee, gar nicht. So, wir können das machen. Das werde ich. So. Ich schwöre es. Genau. Ich war im Baumarkt, habe nämlich... Also nicht versucht, sondern ich möchte da... bei mir auf meinem... Weiter! Ich glaube, wir sind sie los. Oh nein! Nein! Jene, die das Blut der Dämonen in sich tragen, müssen sterben. Okay, wer war das denn? Dämonenblut? Diese Leute waren unschuldig. Gut. Schön, dass Leute immer hier online kommen und wieder offline kommen. Oh, ja, egal. Kann man ja nichts machen. So. Blub, 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 blub. Wo sind wir stehen? Genau. Ich bin ja im Projekt immer noch ganze Zeit an meinem Balkon am Bearbeiten. Oh, guck mal, im Schatten des Todes. Warte ich noch ein bisschen. Der Schatten berührte mich und meine Sicht verdunkelte sich bis zur vollkommenen Finsternis.
Masse wurde von einem blassen Licht abgelöst, das mich meiner Kraft beraubte. Nachzugeben schien der einfache Weg. Doch ich bemühte die letzten Reste meiner Willenskraft und kämpfte dagegen an. Wie eine Flut brachen die Farben wieder über mich herein. Der Schatten befand sich direkt vor mir und ich trieb meinen Speer durch ihn hindurch. Die Wiedergänger-Schildwachen waren einst die Beschützer von König Justinian dem IV. Selbst. Sie wurden aufgrund ihres Mutes und ihrer Waffenkünste ausgewählt und begleiteten ihn zu jeder Zeit. In ihren kunstvollen Rüstungen, der besten Handwerker Westmarks, boten sie einen imposanten Anblick. Doch am eindrucksvollsten waren ihre Schilde, die sie zielsicher zum Schutz ihres Königs einsetzten. Okay, hier können wir jetzt das Tor aufmachen und sind wieder hier vorne. Achso, Innenhof der Kathedrale. Ah, okay. Ja, ich denke, hier ist wieder ein bisschen Storytime, wenn wir schon die Kathedrale gefunden haben. Deshalb sage ich mal vorerst nichts. Ich hoffe... Ja, okay, ich kann ja trotzdem weitermachen. Also ich finde, also wie gesagt, mir fehlt halt etwas und da bin ich jetzt schon so ein bisschen, sagen wir mal, am Vorbereiten. Ich habe mir im Baumarkt so welche, ja, ich nenne es für mich persönlich Aufzuchtstation sozusagen geholt. Indem ich ganz einfach, schon mal so vorgefertigte, also nicht vorgefertigte Pflanzen, sondern einfach so eine, ich glaube, das ist so ein, waren halt verschiedene Pflanzenarten und dann habe ich mir die halt geholt. So schön wie die sind und dann, ja, einfach gezüchtet. Sowas wie Standardkräuter, sowas wie Basilikum, Schnittlauch etc. Habe aber auch Blumen so im Allgemeinen geholt, weil ich sehr gerne sowas mache im Allgemeinen. Verteidigt die Kathedrale! Schlag diese elenden Kreaturen zurück! Höhe, geschmolzen. Und ich benötige mehr Zorn. Okay. Gut, dass das Geschmolzene eh nur nach hinten geht. Und das komische Ding müsste mich eigentlich nicht mehr treffen. Obwohl, doch, es trifft nicht. Und jetzt bin ich hier eingesperrt. Super. Super, wieso bin ich da eingesperrt gewesen? Bitte, bitte lass mich doch mal hier durch. Ja, okay, jetzt mein Zorn renne ich dafür gerade nicht in ein Verderbnis. Genau. Einmal aktivieren. Mein Gott, ey. Da bin ich gerade selber... Ja, war ja auch meine Schuld, dass ich so komisch blöd da gegangen bin. Stirb. Geht doch. Oh. Geht doch. Ah, da seid ihr. Ja, mich interessiert das aber noch nicht. Was haben wir hier? Okay. Okay. Ja, genau, deshalb. Also da habe ich mir jetzt vorläufig zuerst mal was geholt, womit ich dann sozusagen so ein bisschen, bevor ich die in meinen, ne, selbst angelegten Wintergarten, den ich dann habe, reingehen möchte, doch noch so ein bisschen aufzüchten möchte. So, Tyrael. Tyrael, warum greifen Maltaels Armeen diese Stadt an? Er labt sich am Tod. Jedes Leben, das seine Seelenernte nehmen, macht ihn stärker. Jetzt, da das oberste Übel fort ist, hält Maltael den perfekten Zeitpunkt für gekommen, um den ewigen Konflikt zu beenden. Die Menschheit hat mit diesem Krieg doch nichts zu schaffen. Aber wir stammen von Dämonen und Engeln ab. Maltael sieht bloß Dämonen in uns. Die Kathedrale! Oh. Alle Flüchtlinge befinden sich dort! Folgt mir! Okay. Sacrum Kathedrale, genau. Bei Akarat! Es ist noch schlimmer, als ich befürchtet habe! Was ist das? Was ist das? Eine Todesmaid! Haltet sie auf! Nephalem! Eure Seele wird nie. Wow, was ist das hier? Eine Todesmaid. Okay, Beschwörerin der Toten. Ah, die sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Das muss man ja schon sagen. Gut ab, Blizzard. Aber gut, Blizzard macht immer noch so coole Sachen, muss man ja schon sagen. Jeder andere Bogenschütze wäre von meinem Angriff geflohen. Doch dieser blieb standhaft und starrte mit seinen leblosen, leeren Augenhöhlen auf den Schaft seines Pfeils. Nur Geduld. Selbst als ich ihm mit meiner Klinge den Kopf abtrennte, schoss diese Kreatur noch einen weiteren Pfeil ab. Wie können wir einen Feind besiegen, der weder Angst kennt, noch über einen Selbsterhaltungstrieb verfügt? Nicht genug Zorn. Oh, tot ist sie. Wo ist das schön? Wir müssen alles in unserer Macht Stehende unternehmen, um den Nephalem aufzuhalten, damit die Seelenernte nicht unterbrochen wird. Sie ist der Schlüssel zu Maltaels Sieg. Okay. Setzen wir diesem Wahnsinn ein Ende. Wo ist Maltael?
Ich weiß nur, dass er sich nicht mehr in Westmark befindet. Er könnte den schwarzen Seelenstein überall hingebracht haben. Aber was hat er mit dem Stein vor? Gibt es irgendeinen Weg, das herauszufinden? Vielleicht. Als Maltael ihn stahl, brach ein Splitter ab. Vielleicht kann ich seine Pläne nachvollziehen, wenn ich den Splitter untersuche. Dann untersuch den Splitter, während ich die Stadt vor den Seelenerntern rette. Klingt logisch. Schnelle Treter der inneren Stärke. Ob wir dann schnell laufen können? Nee. So. Weiß nicht, ist die Kathedrale hier irgendwie? Nee. Verlass die Zakarun-Kathedrale. So. Ja, also so eine kleine Aufschlusssession. Oh, das war so schön. Ich liebe so diese Arbeit immer da. Und da habe ich jetzt die... okay. Da, der Seelensplitter. Tod. Okay. General Thorion, was hat die Todesmaid in der Kathedrale getan? Sie wollte dort eine Sphäre erschaffen, die die Lebenden in Maltaels Todeskreaturen verwandelt. Eine einzige Sphäre kann jede Stunde hunderte Unschuldige transformieren. Meine Männer berichten, dass es zwei weitere in der Stadt gibt. Seelentiegel. Mit zweien davon verfügt Maltael über eine schier unerschöpfliche Versorgung mit Soldaten. Dann werde ich diese Seelentiegel zerstören und Maltaels Versorgung mit Truppen unterbinden. Jo, dann müssen wir definitiv machen. So, gute alte Schmiede ist wieder da. Aber, wie gesagt, das werde ich erstmal am Ende machen. Aus dem einfachen Grunde. Odins Sohn, genau. Jupp. So. Oh, da haben wir noch was. Ganz übersehen. Da haben wir unseren guten Kollega. Ja, der komische Handwerkmeister da. So. Ja, also wie gesagt, da habe ich mir jetzt gerade, und wenn ich dann meinen Kopf drehe, das könnt ihr natürlich nicht sehen, da ist hinter mir meine große Fensterbank. Und da habe ich so schön, so, ich glaube, drei Tontöpfe, dann so drei Metallige, wo die drei Metalligen, da züchte ich Sonnenblumen. Immer so für den Sommer sind die ganz gut und Sonnenblumenkerner isst ja fast jeder gerne. Muss man natürlich nicht essen, ne? Wie gesagt, ist ja keiner dazu gezwungen. Ich finde die auch nicht ganz lecker. Am besten ist halt immer die gerösteten, so ein bisschen mit bisschen Salz. Die sind immer super lecker. So. Okay. Ja. Achso, der ist nicht aktiviert, weil wir noch keinen anderen haben. Haha, macht Sinn. Ja, und in dem anderen habe ich also diese Standard, sagen wir mal, Kreuz, also was wie Basilikum, Petersilie, Schnittlauch. Warum würden uns die Engel so etwas antun? Genau, Schnittlauch aus dem einfachen Grund, einfach ein bisschen Quark mit Schnittlauch ist ein super. Muss man ja schon sagen, schmeckt super. Oder man kann ja auch, muss ja nicht unbedingt Quark nehmen. Oh, mein FPS ist gerade ein bisschen am Fallen. Ich werde mal ganz kurz hier reingehen. Einmal kurz Pause machen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe mal so ein paar Programme im Hintergrund geschlossen. Ich hoffe, das reicht jetzt. Also ich schaue, also wir haben keine kompletten 60, aber das ist ja in der Richtung. Oh nein, irgendwas Besonderes ist da. Ich sehe es jetzt gerade. Oh, was ist das denn? What the? Malanzat irgendwas. Oh oh. Herr der Elemente. Okay. Super. Aber seit wann ist Gift ein Element? Oder ist... Ah ja, klar. Gift soll Erde darstellen. Ich hoffe, der macht kein Eis. Ja, doch, macht er leider. Ach so, guck mal an. Das ist ein Bogenschütze, das ist ein Helfer. So. Ja, also wie gesagt, da kann man ganz einfach so ein bisschen... Bisschen Salz, Schnittlauch, Quark. Ist alles super lecker. Ja gut, klar, man muss das halt mögen. Ne? Gibt Leute, die mögen es halt nicht. Ja, was haben wir denn hier? Umkämpftes Herrenhaus. Oh, gehen wir noch mal rein. Wir haben eine Leiche. Die hatte nichts bei sich. Gehen wir mal in das umkämpfte Herrenhaus rein. Wow. Okay, der eine ist wieder so komisch gesprungen. Tötet Seelenärzte, die Landarbeit haben. Schnell! Wir müssen meine Freunde retten! Okay. Hä? Achso, hier.
Achso, da sind die Helden der Elemente. Aber irgendwie nur die kleine Version von denen. Ein jeder hat Exorzisten. Ich benötige mehr Zorn. Das ist alles Justinians Schuld. Und so jemand nennt sich König. Oh, jetzt haben wir das leider gehört. Ein jeder hat von den Exorzisten Westmarks gehört. Diesen Streitern gegen die dämonische Besessenheit. Gewöhnlicherweise erschienen sie im Dunkeln, gehüllt in Umhänge. König Justinian ist bestimmt bereits aus der Stadt geflohen. Es ist an der Zeit, dass das Volk sich auflehnt. Dies ist der denkbar schlechteste Zeitpunkt für Unruhen. Aber dies ist die Gelegenheit, uns vom Joch des Königs zu befreien. Leichenerwecker, okay gut, die machen wir mal als erstes kaputt. Ich bin der Vermutung, dass die Leichenerwecker. Als ich das erste Mal auf einen Leichenerwecker traf, nahm ich an, ihn besiegen zu können. Dann streckte er den Arm aus und der Boden vor ihm wurde in einem spektralen Licht gebadet. Die Knochen von Menschen und Tieren erhoben sich aus der Erde und kamen auf mich zu. Okay. In den Höhlen außerhalb Westmarks traf ich auf die lästigste Fledermausart überhaupt. Meine Begleiter und ich hatten dort Zuflucht gesucht, um meine Aufzeichnungen zu sortieren. Als diese Kreaturen auftauchten und zahlreiche der Schriftrollen in Stücke rissen. Die Welt wird unter dem Verlust dieser Weisheiten schwer zu leiden. Nicht genug Zorn. Mein Glaube wird belohnt. Oh, wie cool. Rede mit Severin. Danke für eure Hilfe. Aber das ist noch nicht das Ende. Der König hat uns alle im Stich gelassen. Wenn ihr mir nicht glaubt, lest dies. Sein privates Tagebuch. Wo habt ihr das her? Nun, sagen wir einfach, es stammt von jemandem, dem etwas an uns einfachen Leuten liegt. Ich bin so erschöpft. Warum musstest du von mir gehen, Bruder? Ich war nie dazu bestimmt, König zu sein. Der Adel droht mit Aufstand, um mich seinem Willen zu unterwerfen. Sie werden mir die Unterstützung versagen, wenn ich die Bauern nicht klein halte. Meine Position ist hoffnungslos. Interessant. Ja gut, aber hat er das doch hier, wie heißt er nochmal, mitbekommen? Er kann doch nichts dafür, dann würden die sich dagegen auflehnen. Okay, was haben wir hier unten? Ein altes Schmugglerlager. Die Angriffe werden heftiger. Bald werden sie die Überlebenden erreichen. So. Okay, für den gibt's gar nichts, oder wie? Ah, guck mal an, da kommen noch welche runtergeflogen. Super, ey. So. Ja, sonst eigentlich so im Allgemeinen kann man das immer für die alles benutzen. Und ich glaube, das letzte ist Petersilis. Also muss ich persönlich sagen, habe ich jetzt auch so mehr so an den Geschmack gewonnen. Einfach weil es, sagen wir mal, so, wenn man Hackfleisch macht, im allgemeinen Sinne muss man es nicht dazugeben. Aber es schmeckt doch, wenn man da so ein bisschen, halt diesen Pep da reinbringt. Wenn man jetzt halt sowas wie Knödel macht, also Semmelknödel, nicht so sagen wir mal die klassischen Kartoffelknödel oder sowas. Hat jetzt nicht. Das ist ja wieder ein anderes Fass. Aber wenn man so welche Semmelknödel macht, dann ist es immer eigentlich etwas, wenn man da ein bisschen mehr halt reingibt. Und halt, gut, klar, dieses Grüne ist immer so, das sieht natürlich nicht jeder gerne so. Ne? Nicht jeder mag so dieses grüne Gedöns da drin, aber wieso nicht? Ne? Komm mal an. Alte Schmugglerlager, dafür hat das ein altes Schmugglerlager, ist es halt hier ganz schön bewacht. Aber ich meine jetzt nicht von den Untoten, sondern mehr von den Typen hier. Wir sind hier schon seit Tagen. Diese Leute halten nicht mehr lange durch. In der Nähe ist eine Enklave der Überlebenden. Bringt alle dorthin. Oh, sehr viele Nebenquests hier, muss man ja schon sagen. Aber leider nichts bisher gefunden, was so einigermaßen okay ist. Ah, ne, abbrechen. Wir wollen das hier noch einmal machen. Wow. Da ist aber viel Gold rausgekommen. Genau, auf sowas habe ich nämlich gehofft. Ab und zu ist nämlich so, sagen wir mal, vier Fässer nichts und ein Fass, wo alle rauskommt in die Richtung. Ja. Deshalb, also da so in der Allgemeinen. Dann muss ich mir noch überlegen,
welche anderen Kräuter ich mir noch holen werde, die ich dann dazu machen würde. Thymian ist auch natürlich was, so diese ganzen Kräuter. Ich hatte mir auch überlegt, weil ich sowas zufällig gesehen habe im Baumarkt. Da ist dann ein sozusagen, ja, wie soll man das am besten schreiben? Es ist wie ein Winter, ja, jetzt nicht ein Wintergarten, aber es ist wie so eine, sagen wir so, vorgefertigte Version eines, ja, also, okay, da muss ich jetzt noch aufpassen. So. Also, dass man da Tomaten anpflanzen kann, also so ein perfekt abgestecktes Ding, wo dann einfach die ganzen Tomaten... Oh. Mein Gott, ey. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Echt jetzt? Also der schafft es immer wieder, dieser komische Kack-Schatz-Kobold. Er war Rufer der Toten. Komm her, ich muss dich töten. Es tut mir leid, zack. So. Nach Maltaels Verschwinden beauftragte der Angiresrat seinen treuesten Diener Ursael, ihn zu suchen und in die hohen Himmel zurückzuführen. Ursael machte sich daraufhin auf den Weg, seinen abwesenden Meister zu finden. Begleitet wurde er von einer Sekte, die aus Maltaels ergebensten Anhängerinnen bestand, den Maiden. Aber sie kehrten nie zurück. Okay, jetzt weiß man, wie die entstehen. Die Seelen gehen einfach in die rein und dann sind sie einfach, die Typen schon. So. Ja, wie gesagt, da muss ich mir noch überlegen, welche. Aber wie gesagt, das mit dem Tomatending ist natürlich klasse. Ich weiß jetzt aber nicht, es ist so von dem Bild her, sieht man halt immer, dass es nur halt eigentlich gedacht ist für Leute, die dann so einen, ja, Garten haben und so. Das ist ja gut und gerne kann das ja da aufgemalt sein. Was man selber daraus macht, ist immer so seine Sache, ne? Zack. So. Weg da. Weg da. Und weg da. Haben wir hier. So, hier haben wir ein Tor, was wir öffnen können. Eine Gildengasse. Hey, guck mal, der andere hat sich nicht verwandelt. Oder verwandelt sich jetzt gleich bestimmt. Wenn ich einen Schritt weiter gehe, kommt dann so eine Seele plötzlich aus dem Nichts. Nicht genug Zorn. Haben wir die Maiden. Todesmaiden. Hier. Einfrieren. Zack, 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 zack. Oh, was macht die da? Putsch. Ah, die wollte. Wow. Solche Sachen herbeirufen. So ist das also da. Ja, guck mal an, hier, dieser Schild, der tanzt einfach so zwischen euch herum. So. Ich würde gerne doch mal lieber das Haus erkunden. Dazu gehe ich aber diesen Weg hier. Hey, doch. Es gibt wohl... Oh. Anscheinend ein paar, wollte ich sagen, die so verschont werden, aber anscheinend doch nicht. Zwei und drei und vier, wo mein Schild auch immer hinspringt. Weiß ich nicht. Also das hätte ich wohl gerne. Natürlich, ich bin am Überlegen, mir dazu... Oh. Musik hat sich so komisch verändert, ey. Ich dachte auch nur, what the... Ja, gut. Aber... Anscheinend ist das nur weitergehen. Aha. Und hier. Wer ist das denn? Leichenfürst. Oh oh. Oh oh. Ich versuch mal so die ganzen Nebenleichen mal alle kaputt zu machen. Weil das ist ja einiges, was hier ist. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Noch nicht bereit. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh, stirbt doch mal alle hier, der Leichenfürster. Was da ist das denn hier, ey? Und das auf so einem kleinen Raum. Uff. Oh oh, ich darf mich nicht erwischen lassen, ey. Holte neue? Nee, ne? Oh oh, da muss ich weiter. Aber oh, doch, der holt da irgendwie neue. Oder zumindest ist da noch einer gespawnt, vielleicht den ich noch nicht aktiviert hatte. Weiß er nicht. Oh, ich hoffe nicht, dass der neue immer holt, weil ich möchte doch mal ein bisschen hier weniger von denen haben. Ich benötige mehr Zorn. Oh oh, oh oh. Schnell weg hier. Nur Geduld.
Ah ja, gut, anscheinend so ein bisschen Schaden mit den